Mahlzeit ihr Lieben, Patrick hier wieder und in diesem Video geht es um den Kompass deines Lebens. Viel Spaß. Schön, dass du da bist, ich freue mich und ich möchte gar nicht lange drum rumreden. Es geht direkt zur Sache. Thema ist der Kompass deines Lebens. Und es ist nicht weniger krass, als es tatsächlich klingt. Ich möchte dir hier einmal ganz grob aufzeichnen, worum es geht. Wenn das du bist und das hier ist die Welt da draußen, dann prasseln von der Welt jede Sekunde in etwa, da scheiden sich die Zahlen ohne Ende, manche sagen 50.000, manche sagen 2 Milliarden, auf jeden Fall etliche Eindrücke pro Sekunde auf dich ein. Etliche Eindrücke pro Sekunde, die du wahrnimmst über deine 5 Sinneskanäle: Sehen, Hören, Schmecken, Fühlen, Riechen. Im NLP sagt man visuell, auditiv, kinästhetisch, gustatorisch und olfaktorisch. Das nur mal, um klug zu schauen. Diese Eindrücke kannst du oder können wir alle gar nicht zeitgleich bewusst wahrnehmen. Wenn wir das würden, das wäre ein Information Overload, wir würden durchdrehen. Wir würden das nicht verarbeiten können. Was passiert also? Von diesen 2 Milliarden, ich sage 2 Milliarden Eindrücken, die pro Sekunde auf uns einprassen, filtern wir aus. Das heißt, hier zwischen ist ein Filter. Übrigens, natürlich ist der Filter, weil ich es hier male, nicht vor eurem Kopf, sondern in eurem Kopf, und er nennt sich Reticular Activation System, also retikuläres Aktivierungssystem. Dieser Filter, andere schreiben übrigens dem Thalamus diese Filterfunktion zu, aber da wollen wir jetzt nicht kleinlich sein, es geht um den Filter. Wir nennen ihn einfach nur Filter. Dieser Filter selektiert die Dinge aus, die emotional gerade für dich wichtig sind, generell für dich wichtig sind und deinen Glaubenssätzen beispielsweise entsprechen. Es gibt so zum Beispiel auch den Cocktailparty-Effekt. Unser eigener Name ist etwas, womit wir uns sehr krass identifizieren. Wenn du in einem Raum stehst mit 1000 Gesprächen um dich rum und du hörst nur ein Geräuschwirrwarr und irgendwo fällt dein Name, dann wirst du den wahrscheinlich wahrnehmen, ohne dass du aktiv einem Gespräch gehört hast. Und Henry Ford hat bereits gesagt, glaube du schaffst es oder glaube du schaffst es nicht, du hast immer recht. Was hat dieser Satz jetzt zu tun mit dieser Skizze? Deine Glaubenssätze, deine mentale Einstellung hier entscheidet darüber, was hier passiert. Wieso? Diese 2 Milliarden Eindrücke, die wir ja nicht alle wahrnehmen können, davon filtern wir in etwa 10 Eindrücke aus, die wir pro Sekunde wahrnehmen können. Wenn hier jetzt ein Mensch ist, der beispielsweise sagt, ich habe immer Pech, dann wird dieser Mensch immer Pech haben. Das sind diese selbsterfüllenden Prophezeiungen. Nicht unbedingt, weil sich hier irgendwas verändert, sondern weil er von den ganzen Möglichkeiten, die sich hier für ihn bieten, nur die negativen Dinge wahrnimmt. Das heißt in jedem Fall nicht die Chancen, die sich ihm auftun. Das ist denn einer der Menschen beispielsweise, der traurig irgendwo an der Kasse sitzt und keine Lust mehr hat auf seinen Job. Und wenn er irgendwie die Möglichkeit hätte, einen neuen Job zu bekommen, würde er die Möglichkeit gar nicht sehen, selbst wenn sie direkt vor ihm wäre, weil er würde sich das denn zurecht rationalisieren aufgrund seinen Glaubenssätzen, ich habe immer Pech, und so wird es für ihn vielleicht heißen, ja, das ist zu schön, um wahr zu sein. Oder, nee, das kann nicht passen. Ich hatte in dem Facebook-Livestream ein anderes Beispiel genannt. Stell dir vor, egal ob als Mann oder als Frau, du gehst irgendwo durch die Stadt und du hast die Einstellung, alle Männer sind Arschlöcher. Und du gehst durch die Stadt und siehst von irgendwo, wie beispielsweise du bist eine Frau, ein Mann dich ansieht und dir so hinterher guckt. Wenn du hier denkst, ich sehe gut aus, ich bin ein toller Mensch, dann wirst du diesen Blick von diesem Mann in deiner Welt, in deinem Mikrokosmos, in deinen Gedanken, in deinem Kopf, nenn es wie du es nennen möchtest, interpretieren als, ja natürlich guckt dieser Mensch, denn ich sehe gut aus. Es bestätigt deine Realität.
Deine Glaubenssätze manifestieren sich dadurch, weil du immer Bestätigung findest für deine Realität. Egal, ob du das denkst oder du denkst beispielsweise, ich bin nicht gut genug. Gehst du jetzt durch dieselbe Stadt und da kommt derselbe Mann und guckt dich mit demselben Blick an, dann wirst du dir nicht denken, ja natürlich, weil ich bin wundervoll, sondern du wirst dir denken, er schaut mich an, weil ich nicht gut genug bin. Alle schauen auf mich herab. Und natürlich fühlst du dich auch dann in deinen Glaubenssätzen bestätigt. Dieses Video soll dir sagen, dass deine Gedanken deine Realität erschaffen. Nicht unbedingt das, was da aktiv passieren wird, aber es filtert das aus, was du siehst von all den Dingen, die die ganze Zeit da draußen sind. Wir schwimmen gerade in unserem Zeitalter in einem Meer voller Möglichkeiten. Die Frage, die ich dir mit an die Hand geben will, ist, hast du die richtige Einstellung dafür, um diese Möglichkeiten auch zu sehen? Schönen Tag dir noch. Bis dahin.